So Leute, und damit herzlich willkommen hier wieder zurück zu Need for Speed Shift 2 Unleashed. So, wir sind natürlich hier immer noch richtig geil fett drinne in der Karriere, haben schon 12% abgeschlossen, das ist verdammt viel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch ein verdammt geiles Spiel. Andere Spiele hätte ich bei 12% hiervon schon beinahe durchgespielt, zumindest hätte ich das gewollt. So, wir sind immer noch... Achso, nein, was haben wir geschafft? Wir haben die Gruppe 1 geschafft, Modern D. Wir haben die Gruppe 2 geschafft, bei Natasha, Hotlap, Modern C. Wir haben die Gruppe 5 noch nicht geschafft. Da haben wir bei Modern C die ersten zwei Sachen abgeschlossen. Und jetzt sind wir nun endlich bei den ersten Driftrennen dabei. Und die sind relativ knifflig, wenn sie denn wirklich so sind wie bei Need for Speed Shift 1. Und wir haben ja am Anfang des Spiels, so ich glaube Part 2, Part 3, haben wir netterweise von Red Bull, ich krieg dafür kein Geld, also Gottes Willen, das ist wirklich einfach da, auf unser Wagen klebt Red Bull drauf, haben wir den Mazda RX-8 geschenkt bekommen und der ist schon auf Driften eingestellt. Ich vermute mal, dass man hier einfach einen Drifter hat und deswegen gucken wir uns mal das kleine Intro-Filmchen dazu an, weil ich keine Ahnung habe, wie das funktioniert. Du bist also der Fahrer, über den jeder spricht. Ich habe gehört, aus dir wird mal ein guter Drifter. Das sind die Aufnahmen von mir aus Need for Speed Shift 1. Das ist die Kunst des kontrollierten Chaos. Du wirfst deinen Wagen in einen Slide und versuchst ihn zu halten. Erst startest du auf Anfängerkursen. Aber wenn du richtig gut bist, bringe ich dich zum Mekka des Driftens. Ebisu in Japan. Gib alles und du bekommst eine Einladung zur kalifornischen Heimat des Driftens. Zum Irwindale Speedway. Da gibt's einen harten Battle um die Championship. Gewinne und ich gebe dir mein Monster Energy Forken Tire Ford Mustang. What? Der schenkt uns einen Mustang, wenn wir gewinnen. Okay, das ist ein Deal. Das ist ein Deal. Das ist echt ein Deal. Das ist echt ein verdammt guter Deal. Als die Staaten kamen, war es total underground. Wir sind extra ins Nevada Frachtdepot eingestiegen, damit du das Driften trainieren kannst. So habe ich mir das Driften beigebracht. Einfach über einen freien Parkplatz leiden und Spaß haben. Sieh dir das an. Drift Alliance leiht dir einen richtig coolen S13 für dein Training. Oh ja, der Nissan 240 SX. Zuerst fährst du gegen den Uhrzeigersinn einen großen Kreis um das Zentrum. Dann lenkst du hart ein und steigst aufs Gas. Wichtig ist die richtige Balance aus Gegenlenken und Gas, um den Drift zu halten. Zu viel Gas und du drehst dich. Zu wenig und es geht geradeaus. Es geht um das richtige Gefühl. Es geht darum, zu siegen. Steige in den S13 und dann wird gedriftet. Let's drift. Yes, wir kriegen den, meine Güte, was ist denn jetzt für eine kleine Fettsträhne? Wir kriegen den 240 SX, mit dem ich, das geht so nicht, das geht so nicht. Ja, mit denen haben wir ja bei Need for Speed Pro Street die ganze Zeit gezockt. Von daher, glaube ich ganz ehrlich, und da war ich einfach der beste Drift. Fahren wir in Kreis. Ich möchte, dass du ordentlich Tempo aufnimmst, bevor Alter, es in den Drift geht. Ins Ohr. Was soll denn das? Okay, was soll ich? Ich soll erstmal ordentlich Tempo aufnehmen. Let's go. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob vielleicht beim Driften sogar... ja, vielleicht ist hier sogar die Kamera besser. Alter, nicht das ist... unterkriegen lassen. Das braucht etwas Übung. Och ja. Ja, warum macht er denn auch denn hier? Ja, ganz locker. Das sieht gut aus. Ich weiß. Aber der Kreis da außen ist viel zu groß. Hier. Immer mit Gefühl Gas geben und lenken. Gut gemacht. Du scheinst begriffen zu haben, wie es geht. Ja, okay, sag ich doch. Noch mehr also, für dich. Diese komischen Kreise, die ihr da gezogen habt, die waren doch irgendwie jenseits von gut und böse. Die waren völlig falsch. Sieht ganz ordentlich aus. Als nächstes lernen wir Drifts zu verbinden und Richtungswechsel. Das kannst du am besten üben, indem du achten fährst. Oh nein. Wenn du dich der anderen Seite der Acht näherst, geh schnell vom Gas und dreh das Lenkrad in die andere Richtung. Ja, schnell vom Gas und keine Handbremse, ne? Du musst reinrollen, damit du dann wieder Grip kriegst. Ja. Du musst den nächsten Drift einleiten und schnell die Richtung wechseln. Du lenkst ein, ziehst die Handbremse und die Hinterräder blockieren und werfen. Was hat der da gerade gemacht? Der hat doch den Super Mega Gangbang. Ziehst du die Handbremse zu lang? Tanz gerade hier vollführt, oder? Das war das doch. Okay,
Jetzt zeig mir, wie flüssig du Achten fährst. Okay, eine flüssige Acht, Alter, die kann ich nicht mehr schreiben und jetzt soll ich es auch noch fahren. Okay, das kriegen wir aber hin. Das haben wir auch schon zur Genüge geübt damals bei Grid, Race Driver Grid. Das war auch relativ knifflig und da haben wir natürlich was hier aufs Parkett gezaubert. An den Flughäfen. Meine Fresse, da musste man ja wirklich ohne zu unterbrechen driften in einer gewissen Zeit und so viele Punkte sammeln wie sonst was. Das war auch richtig geil. Das kriegen wir hin. Das ist überhaupt kein Problem. Ein bisschen Übung, okay, wie er das schon sagt. Mal sehen, was du kannst. Was ich kann. Was ich kann, werde ich jetzt nicht zeigen. Denn du wirst irgendwann wahrscheinlich mein Kontrahent werden. So. Feuer. Vollgas geben. Also ich werde mal die Sicht erstmal behalten. Oh. So, jetzt volle Möhre rein und... Nee, so nicht. Wir halten fest. Ist falsch. Ah. Ja. Könnte man schon annehmen, dass das in irgendeiner Form... Ja. Alles klar. Bisschen Übung mit der Handbremse kann nicht schaden. Ja, das habe ich gerade gemacht mit der Handbremse. Das war ein Flop. Alter, es ist echt noch schwieriger als bei Shift 1, muss ich sagen. Es ist wirklich sauschwierig. Also da war Grid hingegen wirklich sehr, sehr zahm. Und auch Need for Speed Pro Street. Zieh die Handbremse nicht zu lange, sonst vermasselst du dir alles. Ja, das weiß ich. Ja, das ist echt keine sehr, Panik, sehr schwer. Hier darfst du auch Fehler machen. Ja. Hier darfst du Fehler machen. Wenn du in 10 Sekunden ins Rennen geschmissen wirst, dann nicht mehr, bitte. Das sieht gar nicht mal so übel aus. Für einen Anfänger. Hallo, ich bin kein Anfänger. Das ist ja das Traurige daran. Ach komm! Die Karre ist scheiße hier. Gib mir mal einen Mazda. Was soll das? Wir sind Flummi. Der hat mir doch Rallye-Reifen drauf gemacht. Das sind doch nicht die Rundgelutschen, die ich haben will. Ich habe extra Rundgelutschte bestellt. Also dem Anfänger, Alter. Ich bin der Grip-King. Was ist denn jetzt? Was muss ich hier noch schaffen? Soll ich echt 200 Punkte schaffen? Und da oben stehen die Punkte. Oh, jetzt gab es Punkte. Okay, wir halten fest, das könnte sich ein bisschen ziehen. Aber nur, weil ich diese blöde Linie da nicht halte, oder was? Ja. Alter, ich drücke volle Möhre nach rechts. Meine Fresse. Okay, wir benutzen jetzt mal die andere Steuerung. Natürlich die andere Sicht, wohlgemerkt. Ich muss wirklich genau auf der Linie fahren. Da bin ich ja drauf... ganz ehrlich, gerade gar kein Gas gegeben. Da bin ich ja schon drauf und dran, die komischen Striche auf der Straße wegzumachen, weil wenn ich sie nicht sehe... Ich gebe kein Gas, ne? Ich gebe gar kein Gas. Alter, okay, also die Driftrennen werden, die werden spaßig. Ich glaube, da werde ich irgendwie versuchen, auf den dritten zu kommen. Alter, ganz leicht Gas gegeben. Und was hat denn der für einen Grip? Dafür, dass ich drifte, hat der übermäßig Grip. Da könnte ich schon Fuchsteufel jetzt wild werden hier. Dass wir nicht mal draus gelernt haben, spaßige Driftrennen zu machen. Völlig daneben die Physik. Auch völlig anders als Shift 1. Verstehe ich nicht. Dann schätze das mal so lassen. Das war überhaupt nicht schlecht beim ersten Teil. Alter, ich gebe kein Gas, wie er es gesagt hat. Kein Gas, ein bisschen eingelenkt und die Bude, die dreht sich hier. Ich komme nicht über die 100 Punkte. Ich würde gerne... Okay, wir fahren jetzt einfach mal an. Ich würde gerne mal... Geht nicht. Kannst nicht anfahren. Mit der Karre kannst du nicht mal anfahren. So, wir fahren jetzt mal zurück. So, Handbremse. Jetzt geben wir einfach mal ein bisschen Gas. Dass wir irgendwie mal ein bisschen Speed kriegen, denn wenn ich natürlich immer wieder in der 8 nicht anfahren kann. So, jetzt Vollgas geben. Also, es tut mir leid. Wie soll man das denn machen? Wie soll man das denn machen? Das ist ja die absolute Hölle. Ich habe mich ja echt schon in viele... ich krieg nicht mal hier das hin. Guckt euch das an! Einmal ganz kurz Gas gegeben. Okay, ich muss echt extrem mit R2 spielen. Das Problem ist halt, dass es so extrem schwabbelig ist. Ich raff's echt nicht. Also das ist echt... Sorry. Ich bin schon mal mit dem echten Auto gedriftet und das war nicht ansatzweise so scheiße. So, was soll ich jetzt machen? Jetzt ist er ausgebrochen, ich habe kein Gas mehr gegeben und habe dagegen gelenkt. Dann, also wenn es einmal vorbei ist, dann kann ich eigentlich schon
Kann ich es schon sein lassen. 10 von diesen Scheißrennen. Na, da freut man sich drauf. So. Wenn er ausbricht, soll ich vom Gas gehen. Mache ich, bringt gar nichts. Wirklich null. So, jetzt gehe ich vom Gas. Gehe vom Gas, bringt nichts. Gar nichts. Also der Wagen hat wirklich unphysiologischerweise, an einem Punkt hat er Grip. Ah, okay, es ist glaube ich eher, dass ich immer mal wieder Gas geben muss, als dass ich konsequent ein Gaspedal gedrückt halte. Ey, ich raff's echt nicht, das ist furchtbar. Meine Güte, ist das eine schlechte Driftphysik. Ich meine, Race Driver Grid war auch schwer, war aber irgendwie dann so geil. Shift 1 war richtig schwer, aber gegen Ende dann trotzdem mach. Hier, ich kann anfahren, aber er dreht sich sofort. Entweder, dann habe ich auf einmal Mega Grip, so dass er gar nicht driftet. Und dann auf einmal habe ich, als wäre ich gerade durch die Bananenschale gefahren. So, Handbremse benutzen und Vollgas und wutsch. Ist klar, dass man auch sich mal 180 Grad dreht, ne? Jeder, der schon mal Auto gefahren ist, der weiß das. In der Ampel, wenn man ein bisschen zu viel Gas gibt beim Anfahren, blip, dann bist du auf einmal wieder zurück. Bist du wieder zurück vom Brötchen einkaufen, nur ohne Brötchen. Tja, Schatz, bin wieder zu Hause. Das Auto wollte heute nicht. Oh, 110 Punkte. Es ist wirklich eine Qual. Vor allem die 80 Punkte am Anfang, die habe ich irgendwie relativ locker hingekriegt. Und jetzt auf einmal ist hier die Kacke am Dampfen. Oh, kann man diese scheiß Driftrennen nicht überspringen? Vor allem, ich verstehe nicht, warum sie das so scheiße gemacht haben. Sie hatten ein perfektes Drift-System, was spaßig war, was echt gut balanced war. Das war bei Pro Street. Alter, das war einfach gut. Das war wirklich, das war anspruchsvoll, aber das war gut. Das war einfach gut. Und das hier ist der absolute Müll. Boah. Gott. Oh, lass mich... Einfach mal, okay, ich werde jetzt auch die Select-Taste benutzen, auch wenn es scheiße aussieht. Aber das kann sich ja... So erzählt auch nicht, ne? Wenn ich da oben, wenn die Reifen durchdrehen, ist es meines Erachtens, dass ich so schräg bin. Erzählt die Punkte nicht, ne? Erzählt es nicht, ich habe keinen Bock mehr drauf. Und dann flutscht er wieder rum, wie ein nasser Fisch auf der Butterfabrik. So einfach ist das. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg es nicht hin. Die Linkskurve, die... Komm her. Okay, aber ich werde mich dieser Herausforderung stellen an einem schönen Freitagnachmittag. Ja, wunderschön. Eine ganze Woche geackert, damit ich jetzt hier mich schön bequem hinsetzen kann. Jetzt habe ich doch einen guten Drift raus. Aber da will er nicht weiterzählen. Ich wollte jetzt wieder meinen Kreis fahren. Ich wollte das System ein bisschen bescheißen. Ich habe echt keinen Bock auf diese... Ach, die Rechtskurve ist so ein bisschen das, was es mir kaputt macht. Okay. Tja, das waren schon ganz gute Drifts. Nee. Ich glaube, du bist bereit für meine nächste und letzte Lektion. Wir halten fest, wir müssen wirklich mit der zweitaste ganz, ganz leicht Gas geben. Richtig quer. In der Lektion driftest du quasi im Slalom eine gerade Linie entlang. Wetten nicht. Wetten, das werde ich nicht. Du leitest deinen Drift durch einen Lastwechsel ein. Nimm Schwung, starte den Drift, indem du den Wagen in eine Richtung wirfst und lenke dann in die gewünschte Driftrichtung gegen. Ach so, das hört sich immer so gut an. Wenn es nicht klappt, zieh ruhig die Handbremse, damit das Heck schnell ausbricht. Steiger langsam das Tempo, sobald du dich sicherer fühlst. Fang erst mal ganz langsam an. Wir starten ganz einfach. Sobald du es raus hast, kannst du auf dem ganzen Gelände rumheizen, wie du willst. Und wenn du das alles kannst, wirst du im Driftzirkus versuchen, den Traum vom Profi wahrzumachen. Gib dein Bestes und erwarte bloß nicht, dass ich dich schone. Alter, ich werde diesen Wagen nicht schonen. Verabschiede dich schon mal von dem. Denn der wird danach nicht mehr wiederzuerkennen sein. Der wird einfach nur Schrott sein. Alter Leute. Boah. Ich werde jetzt so auf den Sack kriegen. So, also eine Strecke runterwärts. Zielpunktzahl sind 300. Also nochmal 100 mehr. Das wird knifflig. Das wird richtig knifflig. Okay, aber das kriegen wir hin. Gehen wir es an. So, wo muss ich überhaupt lang? Aha. Begriffen. So, wir brauchen erstmal ein bisschen Schwung, ne? Bisschen Schwung. Oh.
Ja, die Tonne, ganz ehrlich, wer steht denn da eine Tonne hin? Also, ich will sehen, wie du das Ding richtig rumwirfst. Ich sehe gleich, wie ich deine Mutter richtig rumwerfe, wenn du mir weiter ins Ohr kaust. Der Klassiker. Alter, so. Was hast du gesagt mit der Karre? Die willst du nicht mehr wieder haben, ne? Die kannst du gleich beim Schrottplatz anmelden. Ich habe gerade in den letzten 10 Minuten gelernt, wie du mir ein Ohr abkaust und ich nicht ansatzweise verstehe, was du von mir willst. So, außerdem muss ich immer den Schrott wegräumen. Das macht ja sonst keiner. Aber ganz ehrlich, die 8 war schwieriger. Was mache ich denn? Ich finde, ich mach's gut. So, ich fahr jetzt nach Hause. So, okay, jetzt. Pass auf, jetzt. Naja, ich muss schon sagen, nicht gerade geil, aber selten, ne? Auf jeden Fall wesentlich besser als unsere ersten Versuche. Ah, die Ideallinie, die ist natürlich nicht so ideal für mich. Ideallinie ist ja auch alles subjektiv, ne? Muss man ja auch so sehen. Ich finde, meine Linie ist ideal. Alles klar, das ist jetzt zwar kein Wettbewerb, aber das sieht doch schon ganz gut aus. Ich weiß nicht, was du mir mit der Aussage sagen willst. Weiß ich echt nicht. Kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Alles klar, es ist kein Wettbewerb, das heißt, alles klar, ich muss mir keine Mühe geben, aber bitte mach mal was. Aber das sieht schon ganz gut aus. Das ist so wie meine damaligen Zeugnisse. Er war stets bemüht. Denk dran, Geschwindigkeit ist dein Freund. Alter, denk dran. Schnauze ist dein Freund. Ansonsten verlierst du ein paar Zehen und dann ist das Lispeln wieder angesagt. Dann kannst du bald wieder deine Suppe im Strohhalm trinken. Hey, das war ziemlich gut. Du hast jetzt den Platz ganz für dich allein. Okay, also gib Gas und genieß es. Okay, wir genießen jetzt mal ein bisschen. Einsteiger-Event. Einsteiger-Event abgeschlossen. Super gemacht, Mann. Du hast jetzt alles drauf, was du brauchst, um deine Drift-Karriere zu starten und mich herauszufordern. Als Belohnung hat Drift Allianz entschieden, dass du den Wagen behalten kannst. Vielen Dank. Du findest ihn in deiner Garage. Und wenn du noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln willst, habe ich den Rest des Frachtdepots für dich freigegeben, auf dem du üben kannst. Ich nenne es den Drifter Spielplatz. Viel Glück, nächstes Mal werde ich dein Gegner sein, nicht mehr dein Mentor. Das war so klar, ne, dass der uns natürlich herausfordern wird. Und wir haben natürlich den 240 SX geschenkt bekommen. Und das ist eigentlich ganz gut. Das ist ein gutes Zeichen. Mit diesem Wagen habe ich mich sehr angefreundet, emotional. Fahrerisch jetzt nicht, seht ihr ja gerade. Kann ich nicht, aber das wird. Da ist durchaus Luft nach oben. Viel Glück da draußen. Ja, und erwarte nicht, dass ich dich beim nächsten Mal schone. Ach, komm, ich bitte dich. Mach dich doch nicht lächerlich. Okay, wir fangen einfach mal hier oben an. Seitwärts-Festival. 4 Events stehen uns bevor. Wir kriegen einen neuen Wagen. Und zwar den Nissan 240SX S13 Drift Alliance. Sehr gut, Glückwunsch. Du hast das folgende Abzeichen erhalten, Einsteiger-Event. Es geht erstmal direkt nach Miami. Für den ersten Platz kriegen wir 2000 Öcken. Und regionale Bestleistung 2064, Weltrekord 2487. Das liegt alles relativ dicht beieinander. Ich muss erstmal gucken, wo ich mich da so eingruppiere. Ist natürlich die Frage, fahre ich jetzt gegen andere direkt oder werden mir Punktzahlen vorgeschlagen und ich muss die schlagen. Das ist mir jetzt noch nicht ganz so geläufig. Wir werden es sehen. Und eigentlich würde ich wirklich am liebsten meinen Mazda nehmen. Da ist er doch. Warum nehmen wir nicht den? Warum nehme ich den zweiten? Na gut, wir wollen nicht gleich den Mazda zu Schrott fahren, ne? Alles klar, er mit seinem Lotus da hinten. Ach so, ich fahre jetzt mit meinem Lotus. Okay. Wir probieren es einfach mal. Alter, geil, wie die Luft da über ihm flimmert. Wir probieren einfach mal mit dem Lotus das jetzt zu machen. Ja. Geil, oder? Ganz ehrlich, also der 240SX war nice, aber der Lotus ist nice, ein Schweißer. Ey, guck das mal an. Den kann man einfach viel besser in der Kurve halten. Bisschen dagegen gelenkt, trotzdem zum Gas gegangen. Ja gut, hier muss ich natürlich dann mehr Power geben.
fahren wir da rum mit der Handbremse. Okay, also mit dem Lotus, ganz ehrlich, der ist ganz nice. Hier ist es nicht so, dass ein Wagen dann der Driftwagen ist, sondern hier darf man mit jeglichen Wagen dann antreten. Und das ist ganz gut so. Ich versuche das jetzt wirklich mal ein bisschen zu rocken hier. Wie viele Punkte war jetzt der Weltrekord? 2000 noch was, ne? Ja gut, da bin ich noch weit von entfernt. 400 noch was soll ich hinkriegen. In zwei Runden. So, jetzt muss ich wieder ein paar Punkte machen. Du bist an den Top 3, das ist eigentlich schon das, was ich erreichen will. Also ganz ehrlich, der hat doch an dem 240SX, hat der doch irgendwas rumgebastelt. Okay, da habe ich ein bisschen zu viel gewollt. Wir müssen natürlich jetzt nochmal 120 Punkte draufsetzen, dann haben wir den ersten Platz erreicht. Top 2, nicht anecken. Die gute Stube, die will ich heile nach Hause bringen, aber das kann ich nicht mehr schaffen. Ne, das geht nicht mehr. Der Zug ist abgenibbelt. Aber ganz ehrlich, also, der Wagen ist tausendmal geiler. Tausendmal? Nein. 1500-mal geiler. Okay, der ist richtig geil. Also, wenn nicht irgendwann dieses wunderschöne Prachtstück an Automobiltechnologie nicht mehr für normale Rennen nehmen kann, dann werde ich den auf jeden Fall fürs Driften immer noch benutzen. Ich meine, wenn ich den Lotus noch ein bisschen aufmöbel, der hatte bei den ganz scharfen Kurven, wenn man dann extrem einlenkt, hat er ein bisschen wenig Leistung gehabt, dann hat es nicht mehr ganz gereicht. Aber ansonsten, okay, was ist das für eine Strecke? Wie viel sind denn das überhaupt? Okay, London, wir kommen. Alter, die Strecke ist ziemlich kompliziert. Ich fände es ganz geil, wenn sie mir jetzt am Anfang gleich sagen könnten, wie viele Punkte ich brauche. Das Geile ist natürlich auch, dass der Lotus relativ kurz ist. Ich glaube, der Mazda RX-8, der ist relativ lang. Und dadurch, dass der hier so schön klein ist, kommt man natürlich auch durch jede enge Kurve durch. Und der hat natürlich Bums unter der Haube. Ich weiß gar nicht, warum haben wir den eigentlich so geschenkt bekommen? Ich will mir auch mal ein Auto kaufen. Lass mich doch bitte auch mal ein Auto kaufen. So. Hör auf, da vorne rum zu manipulieren. Du verstellst wieder irgendwas. Siehst du? Der rennt schon mit meinem Rad weg. Auf einmal habe ich nur 3. So, okay. Langgezogene Kurve nach links, dann scharfe Kurve links und dann das ganze Spiel wieder zurück. Lande unter den Top 3 Fahrern. Okay, bisschen zu lahm. Mehr Handbremse benutzen, ein bisschen mehr. Weiß nicht, ob das gerade eine gute Punktzahl ist. Ich glaube, ich muss schräger fahren, aber dann doch nicht so schräg. Okay, wir fahren 2 Runden. Ich muss 1000, ja, ungefähr 1000 Punkte wären ganz gut. Das ist halt auch geil bei der Kiste, ne? Du fährst kurz an und hast schon wieder so einen Drehmoment drauf, dass du automatisch wieder driften kannst. Ja, jetzt gebe ich nur Vollgas. Jetzt fehlt ein bisschen die Leistung. Sonst könnte ich hier noch ein bisschen schräger reingehen. Aber ansonsten fährt sich diese Karre wie schöne, frische. Keine Ahnung. Was ist schön und frische? Schmeckt gut. Lebertran. Wie frisch. Alter. Da hätte ich jetzt gedacht, dadurch, dass ich voll durchgetreten habe. Ach nee, wenn ich voll durchtrete, dann geht er ja voll in. Stimmt. Ich hätte loslassen müssen. So rum war das. Er hat es mir noch erklärt. Und wieder habe ich nicht zugehört. Doch, ich habe zugehört. Aber ich habe nicht dran gedacht. So. Ah, die Kurve ist natürlich. Die Strecke hier, die ist natürlich ein bisschen schwieriger. So. Das ist schon die zweite Runde. Das ist natürlich jetzt noch nicht so viel. Aber vielleicht kann ich in der zweiten Runde natürlich ein bisschen mehr Punkte noch ausleiern. So, 4-8. Seht ihr? Und jetzt hätte ich gerne mehr Leistung, dass ich da noch schön den Drift halten kann. Da ist einfach dann die Puste aus und ist vorbei, ne? So, irgendwas hat geklingelt. Keine Ahnung, ich bin Level aufgestiegen, deswegen. Komm, 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 nicht. Das heißt jetzt hier, zweiter Gang kommt da rein bei.
Ich habe das Gefühl, mein Rennfahrer da drin, der schnallt nicht so ganz, bei welcher Drehzahl man da schalten muss. Der hält das konsequent durch, okay? Ein bisschen runtergehen vom Gas. Drift über 6 Sekunden. Das ist echt ein Abzeichen. Alter, wenn du einmal anfahren willst, dann kommst du in Schlotter rein. Es ist so schwierig, die Kiste wieder gerade zu kriegen. So, jetzt nochmal Handbremse ziehen. Es ist nicht mehr so viel Zeit zum Ziel, so viel Platz, so viel Weg, so viel Strecke. Deswegen könnte... Oh, da hinten sehe ich so schon das Ziel. Vielleicht wird es auch nur der dritte. Ich fahre gerade extrem scheiße. Okay, jetzt konzentrieren. Und wieder rumgelutscht die Bude. Komm her. Ja, das wird nichts, ne? Das können wir normal antreten, das Ding. Du hast es nicht geschafft. Ja, die zweite Runde war aber auch mega müllig. Das muss ich echt sagen. Die war so schlecht. Die war richtig schlecht. Also da habe ich mich so oft gedreht. Da habe ich so auf sicher gespielt, dass es dann so unsicher war. Noch einmal fahren. Dass es so unsicher war und so mega kacke. Dass es nichts wurde. Aber das kriegen wir noch hin. Das ist alles noch machbar. So, weg da mit deinem Feuerlöscher. Ich weiß nicht, was du da mal in meinem Hintern rumwedelst. Das kannst du bitte vor dein Gesicht halten und mich in Ruhe lassen. So, jetzt aber. Erste Runde, sage ich mal, 500 Punkte sind locker drin. Ich bleibe jetzt auf dieser Linie, die ist viel besser. Da, das meine ich. Jetzt gegengelenkt und ich komme so ins Schlackern rein. Theoretisch, wenn du hier eine richtige Bude hast mit ordentlich Pfeffer unter der Haube, dann kannst du das natürlich in einem Mega-Drift. So, jetzt fehlt natürlich die Leistung. Schlack. Drehmoment hat er. Aber irgendwann geht ihm gegen Ende hin so hinten raus die Puste aus. Hinten raus, da geht die Puste aus. Mann, jetzt schalte doch mal. Was machst du denn falsch? Entweder ein Gang runter oder ein Gang hoch oder irgendwas, aber die Kiste, die bettelt doch schon. So, wir müssen mindestens 440 am Ende der ersten Runde haben. Ah, das ist fies. Die Kurve ist richtig fies. Okay. Schwung reinkriegen. Jetzt nehmen wir hier die Außenseite. Schön rein. Na, jetzt fahr doch gerade. Komm, komm, komm. Nee, 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 nee. So, das ist natürlich nichts. Jetzt muss ich in der zweiten Runde mehr rausholen als in der ersten. Und da ist natürlich jetzt schon der Teufel im Detail, weil die zweite Runde meistens beschissener ist. Jawohl, komm. Mach den Counter schön hoch. Der Punktezähler, da muss die Zahl klickern. Viel zu schnell reingefahren, viel zu schnell, noch schön abfangen. Und das Näschen rum. Die Punkte, die müssen da oben, die müssen zwitschern. Ist jetzt ganz gut. Ordentlichen Speed drauf. Ah, zu langsam. So, jetzt muss ich hier langsam rein, damit ich diese Kurve jetzt kriege. Und jetzt wieder Vollgas. Und da hinten ist das Ziel. Das wird auch diese Runde leider nichts. Oh ne, es ist noch nicht das Ziel. Vielleicht unter Umständen könnte es doch der wohl. Alter! Naja, komm her. Den dritten Platz nehmen wir mit. Das Ende, die Endekurve ist aber echt die Endekurve. Hast du verstanden, was ich meine, ne? Nee, kann man auch nicht verstehen. Weil das war weder Englisch, das war weder Deutsch, das war weder Denglisch, das war weder Deutsch, das war einfach nur Scheiße. Aber von der Leistung her reicht es gerade so aus, so wie man auch meine schulische Leistung in Deutsch. Und damit sage ich, ja, ich mache eine kurze Pause, muss mich akklimatisieren und wir machen gleich weiter mit Need for Speed Shift 2 mit den weiteren Driftrennen. Ich bin jetzt gerade drin, aber ich muss ganz kurz mal tief durchatmen und dann bin ich wieder zurück. Bis dann.